Hi liebe Leute, Marc hier von VeloTotal. Heute ein Fahrsicherheitsvideo. Und zwar, der Herbst ist da und die Blätter fallen auf den Boden. Es regnet, es ist nass. Die Blätter werden auch noch ein bisschen da bleiben. Also es gibt nicht überall Wege, die freigeräumt werden. Deswegen, vielleicht kennt ihr das Problem, man kann wegrutschen, man kann stürzen. Ich möchte heute einfach ein paar Tipps geben, wie man sicherer und besser mit dem nassen Laub klarkommt als normaler Radfahrer beim Pendeln oder auf so, sag ich mal, normalen Wegen oder auf breiten Waldwegen, wo man auch viel Laub hat. Also, wo liegt natürlich jetzt die Problematik bei dem Laub? Natürlich ist es vom Grip her nicht optimal. Das geht vielleicht manchmal sogar noch, aber das Laub verdeckt den eigentlichen Bodenbelag. Das heißt, man sieht nicht, was drunter ist. Ob da jetzt ein Loch ist, okay, das, dann erschreckt man und dann kriegt man einmal so einen kleinen Rums ab. Aber das Problem ist, wenn da zum Beispiel nasse Wurzeln drunter liegen, nasse Steine oder kleine Äste, die nass sind, weil man sieht es nicht und wenn man dann einen ungünstigen Winkel fährt, rutscht einem das Vorderrad weg und man liegt sofort auf dem Boden. Man fährt den Radweg, sieht jetzt auf einmal alles voller Laub, man kann nicht erkennen, was unter dem Laub noch an möglichen Hindernissen oder Wurzeln, Löchern, Steinen oder so liegt. Das heißt, am besten hinstellen, um aktionsbereit zu sein, wenn man jetzt zum Beispiel etwas abfedern muss, ein Loch, ein Stein, dass man nicht alles nur abkriegt vom Sattel ins Rückgrat, sondern wirklich sich hinstellt und das aktiv abfedern kann aus den Beinen und Armen. Und Lenkbewegung und Bremsvorgänge in dem Stück, wo man gar nichts sieht, man weiß nur, lass es Laub vermeiden, so ähnlich ein bisschen wie auf einer Eisplatte oder so. Augen auf und durch, könnte man sagen, geradeaus fahren und dann, wenn man sieht, jetzt ist wieder mehr Grip, dann kann man sich wieder hinsetzen und normal weiterfahren. Also man sieht das Laub, stellt sich hin, wichtig Gewicht auf den Füßen, locker am Lenker und wenn es wieder besser ist, weiterfahren. Ungünstig wäre zum Beispiel, wenn man eine starke Lenkbewegung macht und dann kann das Vorderrad so seitlich ausbrechen. Deswegen versuchen, geradeaus zu fahren, bis man wieder sieht, man hat mehr Grip. Die vordere Bremse ist normalerweise dein bester Freund und so wichtig, aber auf rutschigen Untergründen wie jetzt im Laub, wenn man dann zu stark vorne bremst und das Rad fängt an zu rutschen, dann bricht sie sofort aus. Das heißt, wenn man wirklich sieht, sehr nasses Laub, sehr rutschig, sollte man kurzzeitig mal die Vorderbremse weglassen. Wenn, dann nur kurze Korrekturen hinten, ganz vorsichtig auch hinten ausbrechen, ist auch nicht so schön, aber man hat nicht sofort einen Sturz. Deswegen vorne Bremse weglassen und dann ganz dosiert, wenn der Boden der besser ist, anwenden. Wenn man sehr viel tiefes Laub hat, wo das Vorderrad oder beide Räder schon so ein bisschen einsinken, dann ist ein ganz wichtiger Tipp und zwar, man steht auf den Füßen, am Lenker ist man möglichst locker, dass man nicht auf den Lenker gestützt ist. Und dann, das ist ähnlich wie ein bisschen wie bei Sand oder leichtem Schnee, wenn das Rad so ein bisschen einsinkt, dann fängt es an so ein bisschen zu schwimmen. Und wichtig ist, dass man das auch zulässt. Wenn man dann steif wird in der Muskulatur und versucht irgendwie nur eine Linie zu halten, kann es schneller passieren, dass man wegrutscht. Und man muss zulassen, dass die Räder so ein bisschen anfangen, links und rechts zu rutschen. Das Rad findet dann seine Linie. Und irgendwann ist man aus dieser tiefen Laubstelle wieder raus und hat wieder mehr Traktion. Natürlich ein wichtiges Thema, Laub, Kastanien, jetzt alles im Herbst. Man muss dabei noch eine Kurve fahren. Da ist schon für viele akute Sturzgefahr. Und ich kann jetzt einen ganz wichtigen Tipp geben. Und auch wirklich, wenn ihr viel Fahrrad fahrt und keine Mountainbiker seid, trotzdem, schaut euch da mal die Mountainbike-Fahrtechnik an, weil Mountainbiker sind es nämlich gewöhnt, auf rutschigen Böden zu fahren. Und da ist so ein Unterschied, der macht so viel aus. Und zwar, normale Radfahrer legen sich in der Kurve mit dem Rad in die Schräge, um gut um die Kurve zu kommen, dass man nicht so stark einlenken muss, das wäre gefährlich, sondern man hat so eine Schräglage Fahrrad und Körper. Sattel ist am äußeren Bein. Mountainbike kam es aber so, der Sattel ist am inneren Bein und das Rad liegt schräger
als der Körper. So kann man mehr Druck auf den Seitenrand des Reifens bringen und wenn das Rad wettrutscht, ist man auch nicht sofort am Boden, sondern man kann auch noch ein bisschen reagieren, weil der Körper nicht mit in die Schräglage gelehnt ist. Natürlich die Blickführung ganz normal wie bei jeder Kurve. Man spürt jetzt den Sattel am inneren Bein, das Rad ist schräger als man selbst. Entweder automatisch oder bewusst geht dabei mehr Druck aufs äußere Pedal. Dadurch hat man auch wieder mehr Traktion. Wenn man bergab die Kurve fährt und man muss langsam bleiben, mit der hinteren Bremse noch ein bisschen das Tempo gering halten, die Vorderbremse ausnahmsweise mal weglassen, weil Bremskräfte, vorderer Reifen und Rutschkräfte von der Kurve kann ganz schnell zu einem Sturz führen. Natürlich hat man nur einen Kontaktpunkt zum Boden, das sind die Reifen. Sprich, wenn man wirklich häufig diese Laubsituation hat, kann man da auch Anpassungen machen. Manche tauschen direkt den ganzen Reifen, fahren halt im Sommer einen anderen Reifen als jetzt im Herbst, Winter mit mehr Profil oder Leute, die viel Eisplatten fahren mit Spikes. Ich lasse immer den gleichen Reifen drauf. Was man natürlich dann machen kann, man nimmt ein bisschen Luftdruck raus. Das ist vielleicht für viele ungewohnt und erstmal unangenehm, weil sie das Gefühl haben, jetzt ist der Rollwiderstand anders oder so. Aber in der Abwägung Fahrsicherheit und Sturzfreiheit oder halt ein bisschen mehr Rollwiderstand, wenn man weniger Luftdruck fährt, würde ich sagen, lieber ein bisschen Luft rauslassen, weil so kann der Reifen sich mit mehr Traktion besser an den Boden anpassen, als wenn man den so richtig straff aufgepumpt hat. So, und jetzt ganz wichtig, Kurven auf Laub, tiefes Laub auf dem normalen Weg, vom Mentalen wichtig. Man hat vielleicht schon mal einen Sturz dabei gehabt oder man sieht es und hat das Gefühl, gleich liege ich da. Man sollte sich wirklich diesen Bedingungen bewusst aussetzen, weil sonst geht man in eine Vermeidungstaktik und fährt immer jede Laubstelle. Und wenn dann mal eine Laubstelle kommt, die du nicht umfahren kannst, es geht bergab oder es ist eine Kurve, ist man schon so gestresst, so mit angespannten Muskeln, man kann überhaupt nicht mehr geschmeidig rumfahren, rutscht viel schneller weg. Das heißt, Step by Step, ruhig, immer wenn man Laub sieht, reinfahren, mal gucken, wie sich das anfühlt, wie bewegt sich das Fahrrad unter einem, wie ist es, wenn es mal so ein bisschen rutscht, aber man nicht komplett wegrutscht, dass man da auch einfach gelassener wird, indem man es häufig macht und sich mit diesen Bedingungen halt anfreundet, das in die Komfortzone holt und so kann man sicherer und besser über Laub fahren. Das sind meine Tipps dafür. Ich freue mich aufs nächste Video, auch wieder mit Fahrsicherheit.